Cheerio, meine lieben Mitüberlebenden, willkommen zurück zu State of Decay 2. So, wir wollen jetzt erstmal heute gucken, wegen den Leuten, ihre Spezialitäten. Weil, nein, es. Du, irgendwelche Besonderheiten? Nein. Du bist der Techniker, ne? Ich wollte gerade sagen. Mechanik und Technik. Wir müssen sowieso mit ihm eine Mission machen. Nico ist beschäftigt, okay. Von mir aus. Jess ist für Chemie. Können wir ja auch gleich annehmen. Kochen. Guck mal, dann haben wir ihn jetzt erstmal. Und er kann das Buch über Kochen verwenden. Ach, wir haben eine Horde vor der Tür. Kochgrundlagen, wenn er besser verbessert, dann existieren Kochgrundlagen bei Kochen. Okay. Kann er nicht? Alles klar. Come and get me, Zed. Da kommen sie. Tja, siehst du mal. Aufgeräumt. Nico? Komm mit mir, wir fallen ein paar Orte ein. Ja, los geht's. Halte Nico am Leben. Kann ich Jess dann wieder übernehmen? Warum ist denn hier schon wieder Kerzen an? Das ist mit dem Generator. Ah, okay. So, Nico, dann komm mit. Eine größere Basis wäre echt nice. Nur noch 8 Pfeile. Sehr gut. Dann nehme ich auch noch ein bisschen was an Dings hier mit. Benzin brauche ich ja auch. Kannst du sie verwenden? It feels good to learn something new. I'm sorry, I can't. Sehr schön. Sie setzt Chemie-Maximalstufe. Gut, dann lass uns mal los. Ah, ich brauche eine neue Nahkampfwaffe. Eine neue Nahkampfwaffe brauche ich. Ja.
Los geht's. Die Gemeinschaft ist fröhlich. Das ist auch schön. Das ist immer schön zu sehen. So, wo sollen wir denn hin? Hier unten. Oh Gott, das ist wieder so eine Mega-Fahrt, ey. Wir gucken uns natürlich um, wo genau wir am besten, wo am meisten Platz ist, ne? Ob das jetzt da vorne in der Stadt ist oder halt ein bisschen weiter außen. Ach, der da. War mal einer. Nee. Unterwegs vielleicht auch mal so ein bisschen Ausschau halten nach Autowerkstatt oder so ein Kram. Ach nee, ich muss ja hier runterfahren, genau. Liberty Estates. Die hatten wir, glaube ich, nur in Klare geholfen. Ich glaube, die sind jetzt weg gewesen, weil wir nichts mehr mit denen. Weil die nicht mehr geholfen haben und so. Wir gucken uns jetzt erstmal dieses Ding hier in der Stadt an und dann gucken wir uns das draußen an. Nase juckt. Pup, pup, pup. So langsam müssen wir ein bisschen auf das Auto auch wieder aufpassen. Später gerne, aber ich muss jetzt erstmal eine Mission zu Ende bringen. Ach, arme Zombie. Ach du Schande. Das da. Die Feuerwehrstation, die sieht aber kleiner aus. Wenn wir ehrlich sind. I'm afraid I'm not convinced yet. Potenzielle Heimatbasis. Na, wir haben Bad, wir haben Werkstatt hier, ja. Hä? Also, sie sieht schon mal besser aus. Also, es ist.
Aua. Aber es gibt hier auch einiges an Bauplätzen, wenn man es mal genauer sieht. Ich will mir mal noch das andere Haus angucken. Also es gefällt mir wesentlich besser als den Trucker-Stop, den wir derzeit haben. So viel ist klar. Das eine scheint so ein bisschen auf dem Land hier zu sein, ne? Wie gesagt, das fehlt mir so ein bisschen das dieses Stadion, wo wir damals waren. State of Decay 1. Genau, hier hoch. Das hier? Das ist vollkommen ungeschützt. Das Haus hier ist vollkommen ungeschützt. Warum sagt hier? Well, this is a heap. Maybe we can make it our heap. I just can't agree to that. Nee, ich mal guck dir das mal an hier. Das ist ein altes, ranziges Haus hier. Klar, wir haben drumherum richtig schön. Oh fuck. Scheint auch gar nicht, dass man das irgendwie als Basis nehmen kann, ne? Also ich bin ehrlich, ich bin versucht, das bei dieser Dings zu versuchen, bei der Feuerwehrstation. Wer macht denn Stress? Devin. Is your community a little out of shape? A good training area can fix that problem in no time. The plague heart situation isn't gonna solve itself, Cable. Gut, also das kannst du knicken. Wir fahren mal zur Feuerwehrstation und übernehmen die. Und Devin sollen wir jetzt rausschmeißen. Give that screamer a chance to yell. Schon passiert. Also schon geklärt, was er gesagt hat. So, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal. Also lüften hier. So. So. Pff. Dann, wie gesagt, versuchen wir es mal mit der Feuerwehrstation. Gefällt mir nämlich auch sehr gut eigentlich.
Kann als Heimatbasis beansprucht werden. Das machen wir jetzt auch. Boah, hat einen Trainingsraum. Also, er hat schon einiges. Oh, ich brauche 3500. Und wir brauchen nur 8 Leute. Alles klar, dann fahren wir nach Hause. Alles klar, wir merken uns dieses Ding hier vor. Wir müssen aber noch 2 neue Leute aufnehmen und dafür sorgen, dass wir... Naja, das Feuerwehr-Dings hier sieht gut aus, aber dafür brauchen wir erstmal 3500 Einfluss und noch 2 weitere Leute. Oh, dann könnten wir uns hier mal ein bisschen umgucken, ne? Was Materialien etc. angeht. Benzin, das ist ja schön. Naja, aber wir haben jetzt mittlerweile schon ordentlich viel Benzin, also nimm das jetzt weniger mit. Gut. Kein... Ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht ein... Looks clear. Ein bisschen Medizin, Medizin. Stimmt, Medizin müssen wir unbedingt finden. Haha, gut, dass ich daran denke. Well, that's the last of that. Zieh dir rein, Schwester, zieh dir rein. So. Nein. Hat nicht hier noch was geblinkt? 2 von 4 haben wir, das heißt, 2 fehlen noch. Eins wird die Zapfsäule, obwohl sind das nicht beide Zapfsäulen gewesen. Ja. Schließen wir das mal kurz hier ab, dann wissen wir Bescheid. Naja, aber nicht noch mehr, wir haben genug Benzin. Oh, Autobenzin. Wir müssen mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo eine Pharmazie finden. Da vorne ist anscheinend eine Autowerkstatt oder sowas. Na, da gehen wir mal hin. Scheint, dass hier eine Parade gewesen war. Snake Boom Bar und Grill. Oh, verdammt, Feral. Sehr gut. Jess hat sich ein bisschen verletzt, wie es aussieht. So, komm, gib mir jetzt Auto-Toolkit. Das ist ein Auto repariert. Das ist eine Werkstatt. Also eine Autowerkstatt. Hauptsache Klamotte, weißt du? Ja, perfekt.
Sonst nichts, leider. We're good. Don't see any of them around here. Gut, ein Toolkit haben wir bekommen. Wir sollten hier so ein bisschen zu Fuß rumlaufen. We have a few zombies heading our way, but they'll never get past our defenses. Alles klar. I should reload. Infestations are way down. Thanks for the good work. Das ist aber auch nur was zu essen. You know, if you squint, that place looks worth searching. Seems worth a quick look around in here. Uff, wo? Munition. Weg. I need a rest. Gleich. Kann man hier nicht irgendwo rauf? Leider nein. Ah, da vorne kommt auch eine Horde. Fahren wir mal weg hier. Ich werde die Munition werde ich auch hier drinnen lassen im Auto. Weil wir leider sonst wieder überfüllt werden. Gut, wir brauchen zwei mehr Leute und hoffenweise Einfluss. Ich werde aber gleich Einfluss auch aufbrauchen, damit wir gucken können, wo wir noch ein bisschen was an Medikamenten finden. Steel Supply, alles klar. Ja. Ab nach Hause. Unser Taxi muss bald auch noch aufgefüllt werden. South Hobson. Nee, falsch.
Matsch, matsch. Aha, ich hätte mich gerne noch weiter da oben gesehen in der Stadt, aber durch den Juggernaut. Wo war das denn da hinten? I'm back. We're not letting any of those monsters inside. Do you hear me? Alles klar, gut. Ich brauche Munition für meine Waffe. Die wir nur noch so viele Dings da haben. Das ist natürlich bescheiden. Na dann mal los. Sag du, du hältst die Idee. Wer braucht denn noch als nächstes Hilfe? Sehr gut. Sehr schön, die sind so doof gewesen, haben sich da alle draußen versteckt. Beziehungsweise sind da draußen nicht rausgepackt, sondern einfach sind alle zusammen rausgegangen, kommen nicht mehr durch die Tür. Wunderbar. I think we can all breathe now. Thank goodness. Wie die Ameisen. So Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge dann für heute. Ja, beim nächsten Mal wird das leidige Thema sein, wir helfen den Überlebenden. Außerdem müssen wir Medikamente endlich suchen, weil wir brauchen die. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!